In der Präsentation heute soll es eigentlich hauptsächlich um offensiven Football gehen und eben speziell um Passing-System. Also wie kommuniziere ich, was wir machen sollen, wie entscheide ich, was ich lese und so weiter. Also das ist der Fokus, um den es heute geht. Dazu ganz kurzer Inhalt, was ich alles erzählen möchte. Ich möchte mich erst einmal vorstellen, weil mich manche bestimmt nicht kennen. Dann so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, wie das früher war mit dem Passen und wie es sich dann verändert hat unter Umständen. Dann würde ich kurz gern auf drei verschiedene Systeme eingehen: die West Coast Offense, dieses Digit System und eben Earl Perkins Offenses. Und dann eben als vorletzten Schritt auf das R4-System, was wir eben benutzen, eingehen. Und ganz am Ende eben noch ein Fazit. Ja, das heißt, Vorstellung: Ich bin der Kato. Die meisten kennen mich bestimmt schon. Ich spiele seit 2014 Football. Ich habe 2 Jahre bei den Baden Cavs gespielt und seitdem bei den Engineers eben als Spieler und als Coach. Dazu ganz kurz, als ich bei den Greifs angefangen habe, habe ich ungefähr 1 Monat trainiert und dann angefangen mitzuspielen, was natürlich super funktioniert hat. Und ich hatte eben keine Ahnung, was passiert. Also das hat mich damals sehr beschäftigt, sehr gestört, dass mir keiner so richtig erklärt hat, wie das alles funktioniert, was das alles soll, warum Sachen die gleichen Namen haben, die unterschiedliche Dinge sind. Also warum heißt der Typ Tackle und man kann aber jemanden tackeln und warum heißt der Typ Tight End, wenn er gar nicht tight steht und so weiter und so weiter. Das hat mich damals ein bisschen gestört. Und ich möchte jetzt einfach heute so ein bisschen was quasi so zurückgeben, wie ich mir das damals gerne vorgestellt hätte. Genau. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal zur Vergangenheit. Wie war das früher mit dem Passen? Dazu eben erstmal ein Zitat von Woody Hayes, der eben sagte, es gibt 3 Dinge, die passieren können, wenn man Pass wirft und 2 von denen sind schlecht. Woody Hayes war Head Coach von den Ohio State Buckeyes, also von der Unimannschaft in den 50ern oder so. Und was er damit natürlich meint, ist, wenn man Pass wirft, kann es auf jeden Fall sein, dass er incomplete geht. Es kann sein, dass er intercepted wird. Und es kann aber auch was Gutes passieren, nämlich, dass wir den Ball eben fangen. Das Zitat zeigt eben schon ein bisschen, wie die Einstellung früher war zum Passen. Und zwar war das eben was, was man gemacht hat, wenn man nicht laufen konnte. Also man hat es eigentlich nur gemacht, weil es nicht anders ging oder weil man halt schlechter war als die anderen oder weil es halt Dritter und 35 war. Das heißt, die Regeln und die Mentalität früher haben das Laufen eben gefördert. Zum Beispiel gab es am Anfang eine Regel, dass wenn man einen Pass nach vorne wirft und er nicht gefangen wird, kriegt man eine Strafe, also 5 Yards oder so. Das heißt, man überlegt sich eben schon, ob man passt. Man läuft eigentlich immer. Und daher auch dieser Spruch, 4 Yards in der Cloud of Dust, bedeutet eben einfach, wir laufen, schmeißen uns alle in die Mitte, es gibt einen riesigen Haufen, der Dreck legt sich quasi und wir haben 3 Yards gemacht. Das machen wir 4 Mal, dann haben wir 12, das machen wir 8 Mal, dann sind wir fast über das ganze Feld. Also echte Männer laufen, nur wer nicht anders kann, passt. Das war die Einstellung damals. Wenn man das statistisch anguckt, wenn man sich so eine Internetseite anguckt wie Pro Football Reference, falls ihr das kennt, wo man die Statistiken über die NFL angucken kann, sieht man, die haben fast genauso viel gepasst, also versucht zumindest wie früher, aber sie hatten natürlich viel weniger Erfolg. Also weniger Yards, weniger Completions, alles war schlechter sozusagen. Mehr Interceptions, mehr Sacks. Das heißt, früher war es so, dass Passen ein sehr hohes Risiko hatte, dass was Schlechtes passiert, also dass jemand verletzt wird oder ein Interception oder was auch immer. Und meistens waren es aber tiefe Dinger. Das heißt, wenn er gefangen wurde, war es halt super. Feast or Famine, sagt man auch auf Englisch. Ja, hier ein wunderschönes Bild von einem wunderschönen Mann. Mel Blunt heißt der. Manche von euch haben vielleicht schon von ihm gehört, vielleicht die Leute, die DB spielen. Genau, der hat für die Steelers gespielt in den 70ern und 80ern. Der junge Mann ist 1,90 Meter groß und hat damals so 100 Kilo gewogen, hat Cornerback gespielt. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie er gespielt hat. Für den Eindruck, ganz kurzes Video von ihm. Was jetzt nicht direkt was zu der Regel zu tun hat, mit der Regel zu tun hat, um die es gleich geht, aber trotzdem ganz witzig. Ja, die Qualität ist nicht so super, aber das ist auch nicht so schlimm, weil das sieht man gleich in groß. Genau, da kommt er von der Seite und versucht jemanden umzubringen. Ha, kommt gleich nochmal, da sehen wir es nochmal. Also heutzutage, wenn das jemand machen würde, in der NFL würde er auf jeden Fall 15 Jahre Strafe kriegen, ziemlich sicher, das Feld ist verwiesen und wahrscheinlich müsste eine Strafe spielen und vielleicht würde er noch ein paar Spiele sperren. Das ist eben was damals erlaubt war. In dem Sinne, dass es keine Strafe, keine Folgen nach sich gezogen hat. Also es zeigt ein bisschen, dass der Sport einfach viel härter war. Das heißt, einen Ball zu werfen, wenn der Receiver vielleicht danach umgebracht wird, überlegt man sich eben zweimal. Ne? Relativ gefährlich. Sorry, bin ich kurz verrutscht.
Genau. Das heißt, 1978 wurde dann eben diese Regel eingeführt, die nach ihm benannt ist, nach dem Mel Blunt. Also er hat die Ehre, dass eine Regel extra nach ihm benannt wurde, weil er die Leute eben so viel rumgeschubst hat. Und die Regel ist einfach die, dass man nach 5 Yards einen offensiven Spieler nicht mehr bedrängen darf. Also das, was heutzutage jeder kennt als Pass Interference, war eben früher ganz normal. Man ist einfach das Feld runtergelaufen, hat den Typ halt rumgeschubst. Wenn man größer und stärker ist, hat er dann in der Regel keinen Pass gefangen. Man sieht es auch ziemlich deutlich in den Statistiken ab 1978 steigen halt alle Passing-Statistiken steigen sprunghaft an. Also direkt irgendwie 50 Yards mehr pro Spiel oder so. Das heißt, was passiert ist, das Risiko wurde gesenkt, wenn man Pass spielt, was natürlich viele Coaches dazu bewegt hat, mehr Pässe zu werfen. Klar, wenn man die Risiken niedriger sind, dann kann man sich das eben öfter erlauben, auch wenn es ziemlich unmännlich ist, einen Pass zu werfen und man natürlich viel lieber läuft. Logisch. Das heißt, es gab dann eine Motivation, einen Grund dazu, dieses Passspiel eben zu verbessern. Und es haben sich da verschiedene Systeme durchgesetzt. Und diese verschiedenen Systeme müssen allerdings alle die gleichen Anforderungen erfüllen. Wir stehen an der Sideline, da sind vielleicht 50 Leute oder so bei uns, je nachdem, wie viele eben da sind. Und wir müssen eben in möglichst kurzer Zeit relativ viel Informationen übermitteln. Also wer soll überhaupt aufs Feld laufen? Das Personal. Das wird in der Regel eben durch Zahlen geregelt. Bei uns ist es egal, weil wir haben nicht so viele Leute. Es kommen einfach die 11 Besten aufs Feld. Dann ist die Frage, wo die Leute auf dem Feld stehen. Also wie verteilen wir die eigentlich? Das ist wieder für ein paar relativ einfach. Für die O-Line, die stellen sich einfach in die Mitte. Der Quarterback stellt sich hinter den Center. Alle anderen müssen wir irgendwie erklären, wo sie hin sollen, ob sie sich nochmal bewegen sollen, ob es auch eine Motion geben sollen. Müssen wir denen alles eben mitgeben. Und dann als letztes, was tatsächlich passiert. Also was laufen die Receiver für Routen, da wir heute eben nur über das Passspiel reden. Was macht die O-Line, die Protection in der Box? Da werden wir heute auch nicht drüber reden, was eben hauptsächlich ums Passen geht und die Cadence eben noch, also on one on two. Aber das ist auch wieder für heute nicht so besonders interessant. Genau. Die erste Offense, die ich dazu ganz kurz vorstellen möchte, ist die West Coast Offense. Das haben bestimmt einige von euch schon gehört. Also das ist ein Begriff, der auch heute noch in der NFL sehr verbreitet ist, dass eben West Coast Offense angesprochen wird, so als Buzzword. Die wurde in den 80er Jahren entwickelt, eben von Bill Walsh. Und die heißt West Coast Offense, weil der Bill Walsh bei den 49ers war in San Francisco und vorher bei den Stanford Cardinals, also auch in Kalifornien, auch an der Westküste. Und die West Coast Offense zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie viele Pässe werfen, aber eben keine tiefen Pässe, sondern kurze Pässe. Die haben quasi ihr Laufspiel ersetzt durch kurze Pässe. Also sie haben gesagt, okay, wir wissen jetzt, dass durch die neuen Regeln unsere Receiver eben nicht so viel rumgeschubst werden. Das heißt, die werden relativ schnell frei sein, dann können wir zu denen werfen. Die Innovation, die sie gemacht haben, war eben diesen Quarterback Drop, habe ich hier versucht hervorzuheben, abgestimmt haben auf die Receiver-Routen. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Quarterback hat bei jedem Passplay eine bestimmte Anzahl Schritte, die er nach hinten läuft. Und das Ganze wird so aufeinander abgestimmt, dass eine Route fertig ist, sobald der Quarterback ganz hinten ist. Das heißt, der Quarterback läuft nach hinten, schaut den ersten Receiver an. Wenn er frei ist, wirft er zu ihm. Wenn er nicht frei ist, dann macht er einen kleinen Schritt nach vorne und guckt zum nächsten Receiver. Und diese nächste Route ist dann eben fertig, wenn der Quarterback seinen zweiten Schritt macht und dann seinen dritten Schritt und so weiter. Also die Innovation war quasi, den Drop vom Quarterback genau abzustimmen auf die Routen der Receiver. Vorher war das so, dass man das auch gemacht hat, aber nicht so explizit. Es war ein bisschen mehr, okay, wenn er weit läuft, läuft er weit zurück. Wenn er nicht so weit läuft, läuft er nicht so weit zurück. Und Bill Walsh eben in San Francisco hat sich eben durchgesetzt, dass wirklich mit dem Schritt die Route fertig sein muss. Und wenn sie nicht fertig ist, dann ist es falsch. Dadurch, dass die Pässe so kurz sind, kann man auch sehr präzise arbeiten. Das heißt, man sagt nicht nur, ich werfe zu dem Typ, sondern ich werfe quasi auf die rechte Schulter oder ins linke Auge oder aufs rechte Knie. Kann man auf die Entfernung eben auch machen. Resultat war eben dadurch, dass das Timing so gut war und die Quarterbacks hoffentlich sehr präzise, dass das Risiko für eine Interception sehr gering war. Also Incompletions bestimmt mal, aber Interceptions eben sehr viel seltener. Ja, erkennt man auch daran, dass der Bill Walsh mit den 49ers in den 80ern, ich glaube, 3 Super Bowls gewonnen hat mit Steve Young, Joe Montana, Jerry Rice, also lauter Leute, die auch auf dieser Top 100-Liste stehen, für die es interessiert, kann man auf YouTube alle sich angucken. Einzige, was jetzt noch dazu kommt, ist, wie werden die Plays gecalled? Also was ist der Name von einem Passplay? Und in der West Coast Offense ist es so, dass ein Passplay immer so heißt wie die primäre Route. Das heißt, wir haben eine Primärroute, die wir eigentlich spielen wollen, und so heißt das Play. Die von euch, die schon länger bei uns spielen, die kennen das. Zum Beispiel haben wir Plays, die irgendwie Fly heißen oder Comeback oder so.
Und das ist eben auch immer der Name von der primären Route, der Name von der Route, zu der wir eigentlich werfen möchten. Genau. Das Play-Calling-Prinzip ist ziemlich simpel. Wir callen das Personal irgendwie, wir callen die Formation und den Shift irgendwie. Das interessiert uns heute nicht so sehr. Wir callen eine Protection irgendwie und dann callen wir eben die primäre Route. Das ist das, was den Receivern eben sagt, was sie machen müssen. Das heißt hier zum Beispiel, wenn wir Base-Personal haben und halt diese Formation, dann wäre der ganze Call zum Beispiel Base-Strong-Right, F-Short, Two-Jet, Flanker-Drive. Klingt jetzt schon ziemlich lang, ist allerdings für so einen West Coast Offense Play Call noch ganz, sagen wir mal, zivil. Ist nicht so besonders lang, geht noch. Wie sieht das Play dann aus? Ja, so sieht das Play aus. Also Base Strong Right. Base heißt, okay, wir haben Base Personal, also einen Tight End, einen Fullback, einen Running Back und zwei Receiver. Strong Right heißt, der Tight End steht rechts und der F ist in seine Richtung, also er steht nicht direkt hinter dem Quarterback, sondern ein bisschen in Richtung von dem Tight End. Z und X wissen dann auch schon direkt, wo sie stehen. X gegenüber von Y, Z eben auf der Seite von Y. Wieder die Leute, die länger bei uns spielen, erkennen das, dass es sehr ähnlich ist zu dem, was wir früher gemacht haben. Also die Offense, die wir bis vor ein paar Jahren gespielt haben, war tatsächlich relativ Pro-Style-mäßig, also relativ nah an so einer West Coast Offense dran. F-Short ist die Motion, das bedeutet einfach nur, dass der Receiver irgendwie reinläuft, dass er Short, also die Distanz verkürzt. Two-Jet ist die Protection, ist uns relativ egal, bedeutet nur, dass der H hier rechts erst blockt, bevor er released. Und Flanker-Drive ist eben der Name von dem Play. Das ist die Route vom Z, das ist die primäre Route, zu der wir eben werfen wollen. Und alle anderen, woher wissen ihre Routen? Die müssen ihre Routen auswendig lernen. Also jeder, der hier mitspielen will in der West Coast Offense, egal was für eine Position ist, muss eben für jedes Play immer wissen, einfach was seine Route ist. Also der F muss wissen, bei Flanker Drive laufe ich einen Alert Corner zum Beispiel. Muss er einfach auswendig lernen. Der Y muss wissen, okay, wenn wir Flanker Drive spielen, muss ich einen 10-In laufen. Der X weiß, okay, ich habe hier diese Clear-Out-Route, also ich laufe einfach raus. Ich habe hier eingetragen, die 7 ist einfach nur der Drop für den Quarterback. Hier in dem Fall wäre es ein 7-Step-Drop, das heißt, er macht 7 Schritte nach hinten. Wenn er ganz hinten ist, guckt er, ob der Z frei ist, wirft zu dem, wenn er frei ist. Wenn nicht, macht er einen Hitch-Step nach vorne, guckt, ob der Y frei geworden ist, wirft zu dem. Wenn der auch nicht frei ist, dann dumpt er ihn hier in die Flat. Und es geht weiter. Also das Passspiel eher in der Nähe der Line of Scrimmage, ne, nicht so weit das Feld runter, sondern wir verteilen schnell eben den Ball. Dann gibt es hier noch diese zwei Alerts. Alerts heißt einfach nur, der Quarterback kann vor dem Play sagen, Alert, Alert. Wenn er halt sieht, okay, was auch immer, die spielen Man Coverage hier draußen und unser X-Receiver ist super toll, ich möchte lieber zu dem werfen. Und es sagt hauptsächlich der O-Line eben, dass sie ein bisschen anders blocken sollen als normal. Und hier habe ich noch eine Hot-Route eingetragen. Das heißt, wenn der Quarterback eben früh merkt, dass er Druck hat, dann hat er eine Route, zu der er sofort werfen kann. Und das ist hier eben auch diese Drive-Route. Das heißt, relativ langer Play-Call, aber solange alle mitmachen und alle lernen, wissen sie alle, was sie machen müssen. Genau. Man hat schon ein bisschen gehört, worauf ich eigentlich hinaus will. Die West Coast Offense hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Sie hat sich auf jeden Fall sehr lange durchgesetzt, also sehr erfolgreich, wenn man sich einfach nur anguckt, zum Beispiel, wer alles Assistenzcoach von Bill Walsh war und dessen Assistenzcoach und so weiter, hat man einen riesigen Baum, wo so ziemlich jeder bekannte Coach, den man hat, irgendwie mit verbunden ist. Also die Vorteile sind, wie gesagt, das ist sehr präzise, jeder weiß, was er machen muss, ziemlich genau. Also es gibt keine Ambiguität oder so, es gibt keine Entscheidung, sondern das ist einfach der Call. Solange du es auswendig gelernt hast, weißt du es. Man kann das Ganze anpassen über Tags. Das heißt zum Beispiel hier, wenn wir jetzt möchten, dass F eine andere Route läuft, dann schreiben wir eben hinten einfach dran F, keine Ahnung, F7 oder so. Dann läuft er halt geradeaus. Also wir können jedes Play anpassen, wenn wir möchten. Das ist möglich mit diesem Play-Calling-Prinzip. Und es ist eben weit verbreitet. Einfach dadurch, dass es so populär ist, hat es sich sehr weit durchgesetzt. Das heißt, viele Teams spielen so ein ähnliches Playbook. Zum Beispiel wir haben früher ein nicht, also sagen wir mal, ein nachverwandtes Playbook gespielt. Also das Prinzip, dass wir die Plays eben nach der primären Route benennen, die Formation, wie wir die gecallt haben, war eben sehr ähnlich. Also selbst hier in Deutschland spielen wir oder haben wir nach einem ähnlichen System gespielt. Das bringt mich allerdings auch direkt zu den Nachteilen. Das sind ein paar mehr als die Vorteile. Bedeutet aber nur, diese Nachteile sind mit der Zeit aufgetreten. Also zu Beginn war diese Offensive super, super attraktiv, super erfolgreich und die Playcalls waren auch noch nicht so lang, weil man noch nicht so viel taggen musste. Genau. Also das Problem ist, die Playcalls sind lang. Das heißt, die Kommunikation ist schwierig, ist in der NFL nicht so schlimm, weil die eben
Mikros im Helm haben. Das heißt, der Coach diktiert einfach und der Quarterback spricht einfach nach. Können wir leider nicht machen, weil wir eben keine Walkie-Talkies im Helm haben und wir können unserem Quarterback auch kein Telefonbuch an den Arm binden, wo die Plays alle drinstehen. Deswegen ist es für uns eben nur bedingt in dem Umfang benutzbar. Außerdem gibt es eine feste Progression. Also bei dem Play gerade eben, ne, der Quarterback liest Drive zu dem Tight End und dann in die Flat. Das war's. Ne. Er kann den Alert werfen, aber sonst kann er an der Progression nicht wirklich was ändern. Also dieses Play, so wie es da steht, ist genau dieses Play. Man kann da nicht groß on the fly irgendwie was anderes draus machen. Es funktioniert eben auch nur, weil die Präzision und das Timing so hart eintrainiert sind, dass es funktioniert. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Also man kann nicht so leicht einfach sagen, hey, ich lese das jetzt mal von unten nach oben oder sowas, sondern es ist eben so eintrainiert, wie die Progression ist. Das ist gut, wenn der Quarterback es kann. Manchmal schränkt es einen eben ein bisschen ein. Genau. Das bringt mich zum nächsten Punkt, was für den Quarterback ein bisschen schwierig macht, dass ähnliche Plays in diesem System sehr unterschiedliche Namen haben können. Also wer von euch früher schon gespielt hat bei uns, der weiß eben, klar, es gab viele Formationen, die vom Prinzip her sehr ähnlich sind, aber es tauscht eben zwei Leute in den Platz oder so. Wenn man das dann macht, aber quasi ein anderes Play callt, kann es sein, dass man am Ende, das war die falsche Richtung, dass man am Ende ein Play bekommt, wo die Verteilung von den Routen sehr ähnlich ist, das aber einen komplett anderen Namen hat. Also eine andere Formation, eine andere Motion, eine andere Protection und das Play ist auch anders. Und eigentlich sieht das Play aber sehr ähnlich aus, was natürlich schwierig macht, irgendwie das Ganze zu gruppieren und zu sagen, okay, ich lerne jetzt Plays, die was miteinander zu tun haben. Man muss einfach nur stupide alles auswendig lernen. Genau. Wie gesagt, man muss alles auswendig lernen. Vor allem, wenn man eine neue Position in der gleichen Offense spielt, bedeutet das eben, dass man alles nochmal neu lernen muss, weil man nicht zufällig alles schon auf einmal gelernt hat. Und insgesamt ist die Kurve einfach sehr steil. Also wenn man neu in so eine Offense anfängt, muss man am Anfang sehr viel leisten, bis man überhaupt mal an den Punkt kommt, dass man mitmachen kann. Einfach dadurch, dass es eben keine Bezüge zwischen unterschiedlichen Plays gibt. Man muss einfach alles auswendig lernen. Genau. Das größte Problem letztendlich sind natürlich wieder die anderen. Die Defense ist das Problem, weil die Defense in den 80ern, die haben gemerkt, okay, die passen viel. Die haben sich natürlich nicht gedacht, ja gut, dann passen die eben viel, sondern die haben was gemacht, die haben sich neue Fronten ausgedacht, neue Coverage Adjustments und so weiter. Und der eigentlich einzige Weg, wie man in der West Coast Offense darauf reagieren kann, ist, dass man sich neue Plays ausdenkt. Wenn irgendjemand mal rausgekriegt hat, verdammt. Wenn jemand mal rausgekriegt hat, das ist ein Play, das sie gerne aus der Formation callen, dann suchen sie sich irgendeine Defense aus, die dagegen gut funktioniert. Das muss man dann wissen und dann das richtige Play dagegen quasi callen. Weil wenn man hier steht, das Play zu ändern, wenn der Play Call so lang ist, ist ziemlich schwierig. Ja, man kann so Audibles sich überlegen, da muss man sich aber eine eigene Sprache dann wieder ausdenken. Also diese Art, sich auszudrücken, ist nicht besonders nützlich, wenn man eben kurz mal was ändern möchte. Also das Ganze ist etwas träge. Das heißt, man hatte in den 80ern zwischen der Defense und der Offense so eine Art kalten Krieg. Jeder denkt sich was Neues aus, dann denkt sich der andere wieder was Neues aus und die Play Calls werden immer, immer länger. Jetzt ist das Bild gerade schon gekommen, weil ich vorgespult habe. Und im Endeffekt hat man dann eben sowas. Man hat ein riesiges Playbook, das hat keine Ahnung, wie viele Tausende von Plays. Und die Playcalls sehen dann eben so aus wie der hier unten. Also der Quarterback steht im Huddle und sagt ziemlich schnell. Also man kann sich so Videos angucken von Drew Brees oder so, wie der einen Play callt. Und der sagt eben Scatter to Bunch Right, Zip Fire to Jet, Texas Right, F-Flat XQ. Und jeder, der daneben steht, vor allem wenn er neu ist, muss das dann eben entziffern. Muss wissen, welche Wörter was mit ihm zu tun haben, welche nicht, welche Route man laufen muss, welche nicht. Also ist es sehr, 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 sehr kompliziert und sehr viel zu lernen, was einen natürlich einschränkt. Also für uns ist es leider nur bedingt was. Das führt mich zum nächsten System, das ich euch gerne vorstellen würde. Das ist das Digit-System. Das ist schon ein bisschen besser, in Anführungszeichen, weil es ein bisschen einfacher ist. Wurde eben entwickelt von Don Coryell. Der ist nicht ganz so bekannt wie Bill Walsh, weil er eben keine Super Bowls gewonnen hat. Der war bei den San Diego Chargers. Aber er ist bekannt dafür, dass er eben sehr viel gepasst hat. Also zu einer Zeit, wo nicht so viel gepasst wurde, haben die sehr viel gepasst und sie haben vor allem das Feld runtergepasst. Also so Flat-Konzepte kommen eigentlich von ihm. Was natürlich für die Leute, die schon länger bei uns spielen, interessant ist, weil Flat spielen wir sehr oft. Das heißt, wir haben sowohl bei den einen als auch bei den anderen ein bisschen was geklaut. Die Mentalität von der Offense oder von dem System generell ist ein bisschen mehr, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Oder auf Englisch, no risk it, no biscuit. Das heißt, wie gesagt, viele tiefe Pässe und die Einstellung war eben, wenn jemand tief frei ist, dann wird zu dem geworfen, egal ob es dritter und kurz oder zweiter und lang ist. Es wird immer tief geschmissen.
Was natürlich die Protection ein bisschen schwierig macht, weil eben unter anderem Don Coryell eben auch mehr Receiver eingeführt hat, Titans, die sich bewegen, Motions vor dem Play sind alles Sachen, die eben von Don Coryell mitentwickelt wurden oder mit etabliert sozusagen. Das heißt, das ist ein sehr einflussreicher Coach, der leider nicht so viel Erfolg hatte als Profi, also in der NFL. Und das Wichtige am Digit-System, wie der Name schon sagt, ist, dass wir was mit Zahlen machen. Und zwar haben wir ein Route-Tree. Ne, die meisten wissen von euch, was es ist. Plus eine Zahlenkombination. Und diese Kombination sagt uns eben, wie das Play funktioniert. Ja, ist ein bisschen schwierig vorzustellen, wenn man keine Ahnung hat, was es ist. Deswegen hier kurz ein Bild von einem Route-Tree. Wie gesagt, die meisten haben es schon gesehen. Das ist einfach nur ein Baum, der fängt hier unten an mit dem Stem, der tatsächlich auch Stem heißt, was daher wahrscheinlich kommt, weil es ein Route Tree ist. Und jede Route zweigt quasi von diesem Stamm ab. Jede von diesen Routen kriegt eine Nummer, das heißt, wir haben 10 Routen. Hier sind jetzt 8, 9 eingezeichnet. Es gibt noch hier die Zero-Route, die einfach nur übers Feld geht. Sieht es auf den ersten Blick aus, das müsste man sich sehr viel merken. Aber wenn man eben erkennt, okay, hier rechts, die sind alle gerade. Also die Routen, die nach innen brechen, sind gerade. Die Routen, die nach außen brechen, sind ungerade. Und je höher die Zahl, desto tiefer die Route. Das heißt, selbst wenn man es am Anfang nicht so ganz weiß, wenn man eben hört, okay, 6, das ist auf jeden Fall eine Route nach innen und nicht super tief, aber relativ tief. Also man kann es relativ schnell eben lernen, was jede Zahl bedeutet. Und wozu das Ganze, was soll das? Das Play-Calling-System, Digit-System ist eben, dass in jedem Play-Call so eine Nummer drin steckt. Und diese Nummer sagt drei von unseren Receivern einfach direkt, was sie für eine Route laufen sollen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Play-Call haben mit irgendeiner Formation und so weiter und dann kommt irgendwie ein 940, ja, dann wissen die X, der X, der Y und der Z-Receiver wissen direkt, was sie machen müssen. Weil sie laufen einfach die Route, die an der Stelle steht. Also X zum Beispiel hat die erste Nummer, wenn er eben eine 9 hat, weiß er, alles klar, ich habe eine Go oder eine Fade-Route. Y hat die 4, alles klar, ich habe eine Curl-Route. Z hat die 0, ist hier nicht drauf, das heißt, ich habe eine Drive-Route. Das ist das Prinzip. Klingt erstmal ziemlich schlau, ist auch ziemlich schlau, muss man sagen. Vor allem, wenn man sich als erstes ausdenkt, muss man erstmal drauf kommen, das so zu machen. Aber es hat auch wieder so ein bisschen Probleme oder Nachteile. Als Beispiel, hier wieder ein Play-Call. Ja, ist wieder eine Formation dabei und eine Motion. Wenn wir ganz kurz warten, geht es auch wieder weg. Ja, wir haben hier. Oh. Moment, ich warte eine Sekunde, dass es weggeht. Genau, wir haben hier Double Right, ist die Formation. Zip ist der Name von der Motion, also ein anderer Name für die gleiche Motion wie vorher. Z-In sozusagen, deswegen Zip. Ace Right ist die Protection, ist eigentlich die gleiche Protection wie vorher. Verschiedene Leute benutzen verschiedene Namen. Und das Play ist eben 940. Einmal 9 für den, 9 für den X, 4 für den Y und 0 für den Z. Und wir haben jetzt noch einen Tag und zwar F7. Also, wir können drei Receivern im Play Call direkt die Route sagen. Das sind hier Z, Y und X. Und wenn wir eben möchten, dass jemand anders was Bestimmtes läuft, müssen wir das dem sagen. Also, wir sagen jetzt hier zum Beispiel F7, weil der F sonst nicht wüsste, was er machen muss. Die Progression hier zum Beispiel, weil wir eben eher Career sind, geht ein bisschen eher tief nach flach. Nicht so wie in der West Coast Offense von links nach rechts, sondern eben von tief nach flach. Hier eben von der 1 zu 2 zu 3. Also von der tiefsten Route zur zweitiefsten Route zur flachsten Route. Genau. Vorteile, Nachteile von dem System kann man sich ziemlich schnell selbst überlegen. Man kann ziemlich viele Kombinationen callen, das ist ein Vorteil, weil man ja einfach 10 mal 10 mal 10 Möglichkeiten hat, also schon 1000 Möglichkeiten, einfach nur diese Plays zu callen. Es ist sehr leicht anpassbar. Man kann während dem Spiel oder in der Vorbereitung einfach mal eine Zahl ändern und eigentlich weiß jeder, was passiert, ja, solange sie das Prinzip verstanden haben. Und wenn man eben Receiver ist, solange man den Route Tree verstanden hat und die Formation, kann man eigentlich schon Receiver spielen. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man jemand Neues bekommt, ihm einfach nur sagt, lerne den Baum, lerne die Formation und dann kannst du direkt mitspielen, wenn du Routen laufen kannst. Also nicht wie in der West Coast Offense, dass man eben sehr viel am Anfang erstmal vorleisten muss. Die Lernkurve ist relativ flach. Also neue Leute können relativ schnell eben einsteigen. Das Digit-System stößt allerdings auch relativ schnell an seine Grenzen. Und zwar liegt es daran, dass es natürlich sehr viele Kombinationen von Zahlen gibt, die keinen Sinn machen oder einfach unnötig sind. Also zum Beispiel, wir stellen alle Receiver nach rechts und alle Receiver laufen five and out. Ja, wird relativ eng. Das heißt, die Kombination kann man schon mal vergessen. Das heißt, von den 1000 Plays, die man callen kann, kann man die Hälfte schon mal direkt wegschmeißen.
Ähnliches Problem wie bei der West Coast Offense. Es gibt Plays, die vom Prinzip her sehr ähnlich sind. Ja, also so wie dieses Play zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier F und Z tauschen und dann eben die Routen vertauschen, dann hat das Ganze hier unten der Playcall nichts miteinander zu tun. Weil F wird getaggt, Z nicht. Eine Zahl wird geändert. Das heißt, der gleiche Playcall sieht komplett anders aus wieder, weil es nur was in einer Formation ist. Das heißt, der Quarterback muss wie in der West Coast Offense relativ viel leisten. Es ist leichter für die Receiver, aber der Quarterback muss es eben kapieren. Hinzu kommt, wie man gerade eben bei dem Beispiel schon gesehen hat, wir haben ja mehr als drei Receiver. Wir haben vier Receiver, manchmal haben wir fünf Receiver. Dem müssen wir sagen, was sie machen müssen. Das heißt, entweder sie müssen wieder was auswendig lernen, wie der West Coast Offense, oder wir geben ihnen Tags. Und das zweite, noch viel wichtigere Problem ist, die meisten Teams in der NFL haben mehr als 10 Routen im Baum. Also die haben mehr als 10 Routen, die Receiver laufen. Das heißt, wenn man jetzt möchte, dass jemand eine andere Route läuft, dann muss er sich wieder entweder merken oder wir müssen es taggen. Das heißt, am Ende haben wir dann Calls, wo wir einfach jedem sagen, was er machen soll. Und dann haben wir eben durch dieses Digit-System nichts gewonnen, sondern es ist eigentlich sogar noch schwieriger, weil man noch was zusätzlich lernen muss. Also das Play-Calling-Prinzip stößt an die ähnlichen Grenzen wie West Coast Offense, dass es eben einfach unhandlich wird, weil man zu viele Tags hat. Das heißt, wie bei West Coast Offense haben wir das gleiche Problem. Die Playbooks werden super dick. Die Leute müssen super viel auswendig lernen und man hat dann eben so Monstrositäten wie das, was da unten steht. Do strips right, motion quick ace, right 239, F flat, H sit. Klar, wenn man da jetzt eben Neues und Z-Receiver spielt, hat man ganz schön was zu tun, wenn man sich das alles merken möchte. Das führt mich dann eben zum dritten und letzten System, das ich mir vorstellen möchte. Und zwar zum Erhard Perkins System. Haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht gehört, vermute ich jetzt mal. Das System stammt ursprünglich aus New England von diesen zwei Coaches, Erhard und Perkins, die aber selber nicht besonders erfolgreich waren mit diesem System. Die haben sich das nur ausgedacht und danach hat jemand geklaut und besser benutzt. Ihr könnt euch denken, wer es geklaut hat, wenn es um die Patriots geht. Ja. Ursprünglich war der Gedanke von dem System, wir möchten möglichst wenig Zeit eigentlich verwenden auf das Passing Game. Wir möchten lieber laufen und deswegen haben die nach einem Weg gesucht, wie sie möglichst kurz ihre Pass-Plays callen können. Ja. Und die Idee war eben, wir verkleiden sozusagen das, was wir machen, indem wir viele verschiedene Formationen haben, viele verschiedene Personalgruppen und wir laufen aber eigentlich immer die gleichen Plays, man erkennt es aber nicht. Also die Defense ist damit überfordert, dass plötzlich ein Tight End weit draußen steht oder ein Running Back oder was auch immer. Ja, und dann sind die eben mit sich selber beschäftigt, sich eben anzupassen und wir laufen eigentlich immer das Gleiche, nur die Leute stehen woanders. Diejenigen von euch, die schon bei uns gespielt haben, erkennen das vielleicht. Das ist eigentlich das Prinzip, wie die Plays funktioniert haben bei uns. Also wir haben eigentlich die Primärroute gecallt, wie in der West Coast Offense eigentlich, aber wir haben eigentlich so Konzepte benutzt. Also wir haben immer gesagt, es wird von außen nach innen gezählt, der äußerste Receiver hat eine Route, der zweite Receiver hat eine Route, der dritte Receiver hat eine Route und man muss eben erstmal kapieren, wo man steht und dann eben verstehen, was für eine Route man laufen muss. Das ist genau eben das Konzept, wie das Play-Calling funktioniert. Es werden keine Nummern gecallt, es wird keine Primärroute gecallt, sondern es kommt eigentlich nur ein Wort. Und dieses Wort ist eben eine Assoziation zu einer bestimmten Routenkombination. Und zusammen mit der Formation und dem Konzept weiß dann jeder, was er machen muss. Theoretisch. Und genau das ist das Problem so ein bisschen. Hier ist mal ein Beispiel von den Patriots. Die beiden Konzepte hier heißen Ghost und Tosser. Tosser ist einfach nur Double Slant, das heißt, wir callen irgendwie eine Formation, wie auch immer die jetzt heißt, vollkommen egal. Und dann sagen wir eben Ghost Tosser, das heißt, auf einer Seite laufen wir Ghost, auf der anderen Seite laufen wir Tosser. Ghost ist einfach nur, für uns wäre es eine Fly-Combo früher gewesen. Das heißt, wir haben von der Nummer 1 den Fly, von der Nummer 2 so ein 10-Out oder 8-Out ist es hier und von der Nummer 3 ein Flat. Und wie ihr hier sehen könnt, es sind unterschiedliche Formationen, unterschiedliche Leute laufen unterschiedliche Routen. Also zum Beispiel hier läuft der H, der Running Back erst so eine Motion, dann läuft er eine Flat. Hier läuft er direkt die Flat. Hier läuft er erst noch eine Motion nach außen, läuft dann auf der Seite ein Slant. Hier läuft er eine Motion nach außen, läuft auf der Seite ein Fly. Stressig für eine Defense, wenn eben ein Running Back überall stehen kann, über eine Route laufen kann, weil die sich eben überlegen müssen, wie wollen wir das matchen, wollen wir Zone spielen, wollen wir Man spielen, wen stellen wir da raus. Hilft natürlich dem Quarterback, dass der eben früh schon erkennen kann, was die Defense hier treibt, ob die Man oder Zone spielen. Und für die Receiver ist es eigentlich relativ wenig Aufwand. Sie müssen eigentlich nur wissen, auf welcher Seite sie stehen und welche Nummer sie haben. Und dann wissen sie eben ihre Route. Das heißt, man kann eben
Dadurch, dass man viele Formationen, viele Personalgruppen hat, kann man die Defense unter Stress setzen und dabei selbst eigentlich komplett entspannt sein. Also, wenn man sich die Patriots anguckt, bis vor einiger Zeit, hat das ziemlich gut geklappt. Die haben auf jeden Fall sehr viel No-Huddle gespielt und Defense ist eben sehr unter Druck gesetzt dadurch. Genau, Vorteile habe ich gerade schon aufgezählt eigentlich. Es gibt wenig Plays, also man braucht weniger Plays, weil es eben aussieht, als wäre es sehr viel. Also man erzeugt eine Illusion von Komplexität, die aber gar nicht eben da ist. Gut ist auch, dass das Lernen sehr visuell funktioniert. Also man stellt sich einfach nur dieses Bild vor von den drei Routen und assoziiert das dann eben mit dem Namen. Die Calls sind sehr kurz, natürlich. Also wenn man sich das jetzt anguckt, klar, die Formation muss man trotzdem callen, aber das Play ist einfach nur Ghost und Tosser. Das kann man auch mal schreien, ohne dass die Defense dann direkt weiß, was man machen muss. Also solange man in der Formation bleibt, könnten jedes Passplay, das sie haben, in zwei Worten eigentlich übermitteln, was, wenn man sich die anderen Dinge anguckt, eben fast unmöglich ist. Also da müssen die Leute eben alles auswendig wissen aus jeder Formation. Das wird dann eben schon ziemlich viel und man kann es eben nicht schreien. Bei dem Perkins-System funktioniert es eben. Nachteile, sehr, 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 sehr großer Nachteil ist, die Receiver müssen denken, was natürlich schlecht ist, weil die sollen nicht denken, die sollen spielen. Und der Playcall ist eben sehr dicht, also informationsmäßig steckt da sehr viel drin in sehr wenigen Worten. Das heißt, man braucht eben Leute, die verstehen, was los ist, was wir ja zum Glück oft haben, manchmal eben nicht. Und selbst in der NFL gibt es Leute, die damit nicht klargekommen sind. Also Receiver, die zu den Patriots oder so wechseln und dann sagen, das ist mir zu blöd, das ist mir viel zu kompliziert, ich verstehe gar nichts, ich möchte lieber wieder Zahlen haben oder einfach sagen, West Coast Offense gibt es seit 40 Jahren. Ich weiß, was man bei dem Play macht, einfach nur, weil es seit 100 Jahren eben gespielt wird. Also das ist der Nachteil. Die Receiver müssen denken, das ist ein großes Problem, was wir in der Regel eigentlich nicht haben möchten. Wir möchten nicht, dass Leute denken, wir möchten, dass sie spielen. Genau. Das führt mich dann zu dem, was wir jetzt eigentlich machen, und zwar zum R4-System. Die meisten von euch haben schon eine ganze Menge Vorträge darüber gehört. Deswegen werde ich mich relativ kurz fassen. Wir werden ja im Laufe der Zeit, im Laufe des Monats jetzt dann anfangen, quasi mit der Offense das neue Playbook zu installieren. Da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr über das A4-System lernen. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur so ein erster Eindruck. Wenn ihr alles versteht, wunderbar. Wenn ihr nicht alles versteht, fragt was. Wenn ihr es dann immer noch nicht versteht, dann fragt wann anders. Genau. Also das A4-System habe ich jetzt nicht hingeschrieben, wurde eben erfunden oder entwickelt von einem Typ namens Dub Maddox. Das ist ein College- und Highschool-Coach gewesen. Nicht besonders erfolgreich, aber eben finanziell erfolgreich, dadurch, dass er dieses System sich ausgedacht hat. Und das System ist eben ein System, das verschiedene Sachen erfüllt. Einerseits hilft es uns, Plays überhaupt erstmal zu designen. Was sollte ein Play alles haben? Wie sollte das aufgebaut sein, damit das Sinn macht? Es gibt den Quarterback so ein bisschen Gerüst, wie er so ein Play liest, also in der Progression einfach, was dazu führt, dass wir halt nach Möglichkeit immer gleich lesen. Das heißt, wir können eben darauf reagieren, was die Defense macht und einfach dahin werfen, wo frei ist und nicht Freestyle durch die Gegend rennen und irgendwo hinwerfen. Es gibt den Quarterback so eine Entscheidungshilfe, wie man überhaupt entscheidet, wer frei ist. Da habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, der Quarterback guckt, ob jemand frei ist und wirft dahin. Ich habe aber noch nicht gesagt, wie der Quarterback das überhaupt entscheidet. Und genau das ist eben ein Problem, was oft passiert, dass Quarterbacks einfach Interceptions werfen und keiner weiß so richtig, wieso. Und dieses A4-System gibt uns eben eine Hilfe, dass wir eben uns unterhalten darüber, wann ist jemand frei überhaupt? Und das Ziel ist eben, dass wir weniger mentale Fehler haben, also weniger Interceptions, weniger Bälle, die einfach irgendwo hingeschmissen werden, weil wir gedacht haben, jemand ist frei, sondern es gibt uns quasi ein Werkzeug, mit dem wir das wirklich beurteilen können. Und als viertes, fast am wichtigsten, es gibt unserem Quarterback eine sogenannte innere Uhr, also ein Gefühl dafür, wie lang so ein Play eigentlich dauert, wie viel Zeit er eigentlich hat. Genauso für die Receiver eben auch, dass die eben wissen, wie viel Zeit sie haben für eine bestimmte Route. Und das Ziel ist eben einfach, dass wir weniger negative Plays haben, insbesondere Sacks, also dass der Quarterback einfach merkt, okay, es ist Zeit, zu gehen oder den Ball wegzuwerfen. Wir benutzen das A4-System hauptsächlich, damit wir eine gemeinsame Sprache haben, also damit wir miteinander eben uns unterhalten können, ohne dass wir die ganze Zeit alles umschreiben, sondern es gibt für alles einen Begriff und hoffentlich können wir dann eben besser kommunizieren. Das heißt, der Quarterback kann besser mit den Receivern kommunizieren, kann besser mit den Coaches kommunizieren. Wir können, wenn wir Tape angucken, wissen wir, auf was wir achten, über was wir uns unterhalten. Und das Ziel ist eben davon, dass durch die bessere Kommunikation eben mehr Spielverständnis entsteht. Also, dass die Leute, die auf dem Feld sind, verstehen, was passiert. Und dass zum Beispiel die Receiver verstehen, wann bekomme ich vielleicht einen Ball, wann eher nicht.
Und was mache ich zum Beispiel auch, wenn ich nicht den Ball bekomme? Wenn wir in der Regel 5 Leute haben, die einen Pass fangen können, wir werfen Pässe, wird ihn nur einer fangen. In der Regel fängt ihn nur einer. Das heißt, es ist immer gut, wenn die anderen 4 wissen, was passiert, was ich noch machen kann, um quasi dem Spiel trotzdem irgendwie teilzunehmen und dadurch eben auch mehr Spaß zu haben, wenn ich vielleicht mal jemanden dominieren kann. Genau. Ganz kurz nur zum AFOR-System. Wir teilen, wenn wir das AFOR-System benutzen, das Feld ein bisschen. Und zwar haben wir so 5 vertikale Tubes, nennen wir das. Warum es 5 sind und nicht 6 oder 4, liegt einfach daran, dass wir hier eine Mitte haben und was außen und dann hat halt noch einmal was dazwischen gepasst. Also ich glaube, das ist relativ, naja, sag ich mal, aus der Erfahrung einfach entstanden. Man hätte es genauso gut mit 4 machen können oder mit 6. Diese Tubes, die bekommen Namen, ne? Die außen, die nennt man Cushion Tubes. Das sind die 2 hier außen Richtung Sideline. Und dann die in der Mitte, die sind alles Collision Tubes. Wir nennen nur die mittelste im Cross, damit wir einen Namen dafür haben. Einfach nur, damit wir wissen, okay, dass wir nicht drumherum reden, mittlere Collision, sondern einfach Cross in der Mitte. Und dann gibt es halt linke Collision, linkes Cushion, linke, rechte Collision, rechte Cushion, Säule. Und zusätzlich haben wir hier noch eine Linie quer übers Feld. Das ist das Harddeck. Das kann man ein bisschen anpassen, je nach Offense, wie tief man es setzen möchte. Und das ist ein bisschen so für die, die letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, dem Falco zugehört haben, mit dem Divider, den es eben gibt. Also der Divider, für die, die nicht dabei waren, das ist so eine imaginäre Linie, die, glaube ich, auf den Nummern oder in den Nummern, irgendwo bei den Nummern auf jeden Fall ist. Und die gibt dem DB, also dem Corner zum Beispiel insbesondere, eine Orientierungshilfe, wie er sich relativ zum Receiver aufstellt. Und genauso nutzen wir das auch. Wir haben das Harddeck bei uns, sagen wir mal, so 5 Yards. Und diese Linie sagt uns einfach, okay, wenn der DB zu unserem Receiver näher als 5 Yards steht, also unterm Harddeck, dann passiert das. Wenn er weiter weg steht, dann passiert was anderes. Also es ist einfach nur mental eine Entscheidungshilfe für uns, die uns halt hilft dabei zu entscheiden, wo laufen wir hin. Warum heißen die Tubes noch so? Ganz kurz. Die heißen einfach so, weil das der primäre Weg ist, wie der Quarterback entscheidet, ob jemand frei ist. Also in den äußeren Tubes, in den Cushion Tubes ist die Frage, wie weit steht der Corner weg? Also wo ist das Harddeck? Wo steht der Corner? Wie viel Platz gibt er unserem Receiver? Schafft der Receiver es während der Route, diesen Platz eben abzubauen? Wenn er es nicht schafft, schafft er es irgendwie, sich umzudrehen und trotzdem wegzukommen. Deswegen nennt man sie Cushion Tubes, weil das das Wichtige ist, auf das der Quarterback achtet, für die Routen, die hier in diesem Bereich stattfinden. Und in den Collision Tubes, also alle hier in der Mitte, da ist das erste und wichtigste, worauf der Quarterback achtet, ist, wird der Typ umgerannt oder nicht. Also zum Beispiel, wenn wir hier irgendwie einen Seam laufen mit einem Slot Receiver und der wird von einem Outside Linebacker fast umgeschmissen, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass er noch frei wird. Das heißt, der Quarterback, wenn er hier entscheidet, ob eine Route frei ist, achtet eben darauf, gibt es eine Kollision oder nicht. Und bei allen hier einfach noch danach natürlich, ist noch jemand drüber, der ein Play machen kann. Also nur, weil unser Receiver es zum Beispiel schafft, hier das Cushion zu zerstören und tief zu laufen, wenn der Safety rüberkommt, wirft der Quarterback trotzdem nicht hin. Das zur Feldeinteilung. Dann gibt es dieses Cap, das manche vielleicht schon mal gehört haben im Training, wenn der Quarterback-Coach sich mit dem Quarterback unterhält, ein Receiver ist gecapped oder nicht. Cap ist allerdings kein Wort, sondern ein Akronym. Also jeder Buchstabe steht für was, und zwar für Coverage, Angle und Personnel. Coverage bedeutet nur, wo befindet sich der Verteidiger relativ zu unserem Receiver. Gibt es einfach vor 4 Wörter drüber, drüber, drunter, links, innen und außen. Ne? Macht relativ viel Sinn. Also der Quarterback, wenn er sich an die Sideline kommt und dann eben mit seinem Coach sich darüber unterhält, warum er wohin geworfen hat oder nicht, dann sagt er eben, okay, der war over oder under oder der war outside oder inside. Und dann kann der Coach eben sagen, okay, wirf den nur, wenn er over oder outside ist, zum Beispiel ins Slant, wirf ihn nicht, wenn er under oder inside ist, zum Beispiel. Der zweite Aspekt, mit dem wir entscheiden, ob jemand frei ist, ist der Angle. Diese Pfeile hier, die ich hier so schön dran gemalt habe, sollen einfach nur zeigen, wo die Hüfte von dem Verteidiger hin zeigt. Also es ist ein bisschen der Turn, den er quasi macht. Ne? Also so ein Verteidiger, der eben relativ sich zu einem Receiver bewegt, der kann einen Full Turn machen, wenn er sich komplett wegdreht von der Line of Scrimmage. Er kann Square bleiben, also zu Line of Scrimmage gucken. Er kann einen Man Turn machen, wenn er sich direkt zum Receiver dreht, also quasi mit dem Rücken zum Quarterback. Oder er kann so eine Art Zone Turn machen, wenn er eher in die Mitte guckt und die Augen auf dem Quarterback hat. Das heißt, wir würden dann zum Beispiel sagen, okay, wenn wir eine Slant-Route haben und der Typ ist under und aber full quasi, also irgendwie hat es der Receiver hinbekommen, schnell an ihm vorbeizulaufen, läuft jetzt hier in Post,
oder ein Slant, dann können wir den Ball trotzdem werfen. Obwohl er eben drunter ist, solange er eben nach oben guckt, können wir den Ball trotzdem werfen. Wenn er drunter ist und er guckt aber nach innen, also ist er erst under und hat so einen Zone-Turn gemacht, da sollten wir nicht dahin werfen, weil er dann nämlich sieht, was passiert und ihm unter Umständen die Route undercutten kann. Wenn er inside ist und nach außen guckt, können wir unter Umständen trotzdem werfen, je nachdem, wie genau wir ihn werfen können, weil wir davon ausgehen können, dass er keinen Play auf den Ball machen kann. Also es ist einfach nur eine Hilfe für unseren Quarterback und für unseren Coach eigentlich zum Kommunizieren und für die Receiver auch natürlich, wenn sie es verstehen, wenn sie eben mit dem Quarterback diskutieren möchten, ob sie jetzt frei wollen oder nicht und das richtige Wort benutzen, dann freut er sich bestimmt und wirft beim nächsten Mal dann zu ihnen. Und das P steht eben für Personnel, was sich kurz zusammenfassen lässt, ob der Typ hier fett ist oder nicht. Also einfach nur, unser Receiver ist der krasser als der Typ, der ihn verteidigt. Also diese ganze Coverage- und Engel-Geschichte, wenn der Typ halt viel langsamer ist, dann ist es vollkommen egal. Dann können wir einfach immer zu dem werfen. Oder wenn wir in der Red Zone sind und unser Receiver ist drei Köpfe größer als der Corner, dann ist auch relativ egal, was er für einen Angle und eine Coverage hat. Wir können einfach hinschmeißen. Also Coverage, Angle und Personnel zusammen helfen dem Quarterback zu entscheiden, ist jemand frei oder nicht. Was in der Regel bei uns relativ gut funktioniert. Hoffe ich mal, dass es auch so bleibt. Genau, und als letztes eben noch die Internal Clock. Das ist einfach nur für den Quarterback quasi die Vorgabe, einerseits eben in der Progression, was er eben liest und auch wie viel Zeit er hat. Stimmt, mir fällt gerade auf, dass ich noch gar nicht erklärt habe, warum das so heißt, das A4. Und zwar heißt es A4, weil unsere vier Reads, die wir machen, alle mit R anfangen. Da hat sich jemand im Marketing-Department sehr viel Mühe gegeben. Das heißt, die erste Route in der Progression ist immer eine Rhythm-Route. Die heißt so, weil wir die im Rhythmus werfen. Wir machen unseren Dropback und werfen direkt. Die zweite Route nach einem Hitstep ist die Read-Route, die dritte Route ist die Rush-Route und die letzte Route, Route ist eben der Release. Das heißt, der Quarterback macht seinen Dropback, wie auch immer viele Schritte das sind, und dann macht er eben, guckt zuerst im Rhythm und dann macht er meinen Hitchstep, geht zum nächsten Read, Hitchstep, geht zum nächsten Lead. Und wenn nach dem dritten Read immer noch keiner frei ist, dann muss er sich eben überlegen, was er macht. Ob er das Play extended aus der Pocket eben rausläuft, ob er selber läuft oder ob er den Ball wegwirft, zum Beispiel. Diese Progression kann sich ändern, und zwar abhängig davon, wie viel Zeit der Quarterback antizipiert, dass er hat. Wenn wir zum Beispiel sehen, okay, es ist eine Zone-Verteidigung, das heißt, wir haben hier gesehen, okay, die gucken irgendwie alle in die Mitte zum Beispiel, alle Verteidiger, dann können wir davon ausgehen, dass es eine Zone-Verteidigung ist. Das heißt, in der Regel bringen die Teams nicht so viel Druck. Nur weil es Zone ist, heißt es nicht, dass sie nicht blitzen, aber in der Regel eher nicht. Das heißt, wir haben eher mehr Zeit. Das heißt, wir haben eben Zeit, unsere drei Reads durchzugehen, bevor wir releasen. Und wenn wir eben sehen, okay, die spielen Man, das heißt zum Beispiel, alle sind Inside und alle gucken ihre Receiver an, bedeutet, okay, wahrscheinlich kommt noch jemand extra. Wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben. Das heißt dann, okay, wir haben nur 2 Sekunden. Das heißt, wir haben dann eben weniger Zeit. Das heißt, wir überspringen zum Beispiel diesen Read, diesen zweiten Read, die eben die Read-Route ist, überspringen wir direkt, sondern gucken einfach nur die tiefe Route, die Blitz-Read und dann eben Release direkt. Und ganz kurz eben noch zum Rush. Wenn der Quarterback merkt, dass eben Druck kommt, egal von wo, dann versucht er immer dahin zu werfen, wo der Druck herkommt. Das ist mal so die generelle Faustregel. Kann natürlich auch böse ins Auge gehen, wenn die Defense das weiß, aber so ganz generell ist es die Regel. Normalerweise von da, wo jemand kommt, ist die Coverage auch nicht so gut. Genau. Ah, da habe ich die vier erst erklärt. Ich glaube, die 2 Folien habe ich vertauscht. Genau, also es gibt die Rhythm, den Read, den Rush und den Release. Read sozusagen. Und meistens sind Rhythm-Routen eher tiefe Routen, die allerdings trotzdem schnell frei werden können gegen Man-Coverage. Also Fly, Post und Corner zum Beispiel, das sind Routen, die meistens unser Rhythm-Read sind, unser erster. Dann die Read-Route sind meistens welche in der Mitte, so 10 bis 12 Yards. Das ist zum Beispiel 10 in, 10 out, ein Curl, ein Sit, also alles, wo man in der Regel entweder tief laufen muss, bevor man seinen Cut macht, also bevor man deklariert, wo es hingeht, oder eben 2 Bewegungen vielleicht machen muss, wie bei einer Curl-Route, wo man ja erst reinzieht und dann stehen bleibt. Das sind Routen, die eben im Read-Rhythmus, im zweiten Read geworfen werden. Der dritte Read sind Rush-Routen. Der dritte Read hat eine Besonderheit, und zwar einerseits ist es der dritte Read, also spät, andererseits ist es eben auch unser Blitz-Read. Gerade eben habe ich gesagt, feel the rush, throw the rush. Und damit ist buchstäblich gemeint, wenn du den Rush spürst, also dass jemand blitzt, dann wirf die Route zu deinem Rush-Read. Also am besten zu der Seite, wo der Blitz herkommt, suchst du dir die Route Nummer 3 aus, die eben schnell fertig ist und wirfst zu dem.
Das heißt, diese Routen sind sowohl ein Blitzread als auch ein später Dump-Off. Das heißt, die müssen schnell gucken und dann ihre Route weiterziehen. Ja. Haben wir versucht, den Receivern, die schon zu kennen, beizubringen. Zum Beispiel bei so einem Stick, dass wir eben erst ab Field laufen und uns umdrehen. Kommt der Ball sofort, wunderbar, weil jemand geblitzt ist. Wenn nicht, laufen wir danach nach außen. Also das sind oft Routen, die früh abbrechen und sich dann aber weiter bewegen. Und eben Release, habe ich gerade eben schon gesagt, wenn der Quarterback eben seine drei Reads durchgegangen ist, vielleicht sogar ein bisschen getrödelt hat und merkt, okay, ich habe den Ball immer noch in der Hand, dann muss er sich eben entscheiden und sagen, ich laufe jetzt, ich schmeiß den Ball weg, irgendwas. Hauptsache, er wird halt nicht gesackt und wir machen halt keine Minusjahr sozusagen. Das sind die vier R's eben. Als Beispiel ein Play, das wir nächste Saison vielleicht spielen werden. Ich werde jetzt auf die ganzen, wie das alles heißt, nicht so genau eingehen. Bei dem Play zum Beispiel spielen wir eben auf der gecallten Seite ein Spacing-Konzept. Das heißt, wir haben eine Sit-Route von der Nummer 1, wir haben eine Quarter-Route von der Nummer 2 und wir haben irgendwas in der Flat von der Nummer 3. Und der Quarterback würde eben lesen von der tiefen Route, der Corner, was eher eine tiefe Route ist, die schnell fertig ist oder zumindest schnell klar ist, ob sie frei wird oder nicht. Danach guckt er sich eben den Sit an. Wenn er sieht, okay, der Corner ist nicht frei geworden, weil irgendjemand da mitgerannt ist, aus dem Slot zum Beispiel, dann ist die Sit-Route vielleicht frei. Und wenn die auch nicht frei ist, wirft er eben den Flat. Das ist auf der gecallten Seite und auf der Backseite haben wir ein schnelleres Konzept. Das ist einfach so ein Slant-Flat-Konzept. Das heißt, wir haben einfach jemanden, der in Slant läuft, jemanden, der in Flat läuft. Und wenn der Quarterback sagt, er möchte lieber dahin werfen, dann liest er eben da einfach von der Route zu der Route. Da sollte eigentlich eine 1 stehen, merke ich gerade. Naja. Und wie ich eben gerade vorhin schon erklärt habe, jetzt kurz, wenn er eben viel Zeit hat, kann er sich ganz entspannt diese drei Routen angucken. Wenn er wenig Zeit hat, muss er eben nach der zweiten Route eigentlich schon releasen. Das heißt hier, wenn der Quarterback sieht, okay, ich habe viel Zeit, dann kann er ganz entspannt seine drei Dinger eben durchgehen. Wenn er merkt, er hat wenig Zeit, dann kann er entweder auf der Backside eben dieses schnellere Konzept werfen oder wenn er trotzdem hier auf die Seite werfen will, dann liest er halt von der 1 direkt zur 3. Also überspringt quasi diesen zweiten Read, weil er eben weiß, er hat weniger Zeit. Das ist das Prinzip, wie wir die Plays eben einordnen möchten. Das heißt, wenn ihr ein neues Play lernt, als Receiver, als Quarterback, als Running Back, ist es immer wichtig, dass ihr am besten gleich mitlernt, welche Route bei welchem Read geworfen wird oder müsst ihr eigentlich, damit ihr dann eben wisst, was passiert, wann kann ich den Ball erwarten, wenn ich den Ball nicht gleich gekriegt habe, was passiert als nächstes, wo geht der Ball zum Beispiel hin. Also, dass ihr zum Beispiel lernt, okay, wenn ich hier die Nummer 2 bin, und ich laufe meine Route fertig, ich sehe, der Quarterback hat den Ball noch in der Hand, er wirft ihn nicht zu mir, wird er entweder zum F werfen oder selber laufen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall mal anfangen, wenn hier irgendjemand kommt, mich dem in den Weg zu stellen zumindest. Das meine ich mit Spielverständnis. Wenn ihr das eben versteht, habt ihr mehr Spaß dran, weil ihr eben andere Leute auch mal auf den Arsch setzen könnt. Kurz zusammengefasst, wir klauen sehr viele Sachen in unserer Offense. Wir möchten über Konzepte kommunizieren, also unsere Playcalls werden nicht quasi nach der Primärroute benannt, sondern es gibt einfach ein Wort und das Wort bedeutet ein Play. Das klauen wir uns von der Erhard Perkins Offense, wie bei den Patriots, damit wir schnell spielen können, auch wenn unsere Receiver ein bisschen denken müssen, aber wir hoffen, dass sie das hinbekommen. Wir werden ein paar Quick-Passing-Concepts klauen, von der West Coast Offense eher, horizontal übers Feld verteilt, wenn wir eben einfach mal ein bisschen entspannt passen möchten, nicht so tief. Wir werden ein paar Downfield-Concepts haben, eben eher geklaut aus so einem Digital-System, also eher Coriel, also Sachen, die ins Feld runtergehen, wenn wir mal ein paar Punkte machen wollen. Und wie wir uns eben darüber unterhalten und wie wir entscheiden, was die Progression ist, dafür benutzen wir eben dieses A4-System. Also damit lernen wir eben, wie wir miteinander kommunizieren, wann jemand frei ist oder nicht. Und am Ende ist die Hoffnung, dass das Ganze nur so kompliziert ist, wie es sein muss und so einfach, wie es geht. Dadurch habt ihr mehr Spielverständnis, dadurch habt ihr mehr Spaß. Das wäre das Ziel. So, ich glaube, der Vortrag ist fertig. Ja, das war die letzte Folie. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von dem, was ich erzählt habe. Wenn ihr euch nicht alles gemerkt habt, ist vollkommen egal, weil am Endeffekt, ob ihr jetzt wisst, wie der ganze Scheiß heißt, ist Wurst. Vielleicht habt ihr was gelernt, vielleicht nicht. Vielleicht nehmt ihr was mit, vielleicht nicht. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Mein Plan wäre jetzt, dass wir Fragen beantworten, falls irgendjemand eine Frage hat. Und danach uns ein, zwei Plays einfach angucken im Huddle. Also einfach mal sagen, okay, nach dem A4-Prinzip, was ist da passiert, was haben wir gelesen, warum hat jetzt der Quarterback entschieden, es wird jetzt immer der Jonas sein, weil wir vom Johnny leider nicht so viel Tape haben. Ja, hat jemand eine Frage dazu? Keiner meldet sich. Okay, dann schauen wir uns einfach mal ein, zwei Plays an.
Ich habe da so eine Liste gemacht. Genau. Und zwar fangen wir einfach mal mit Comeback an, weil es was ist, was einige von euch schon kennen. Aha, ne, doch nicht. Ja, jetzt hat. Okay, also wir spielen hier gegen Biberach. Schon ein bisschen länger her, aber wir haben gutes Tape, deswegen habe ich das genommen. Ich werde einfach mal das eine Play jetzt ganz, ganz schnell kurz erklären. Und zwar haben wir hier unseren Tight End, ne, und einen Receiver. Das heißt, wir haben hier so Doubles im weitesten Sinne. Also wir haben zwei Receiver rechts, zwei Receiver links. Und wir spielen Comeback. Das heißt, die äußeren Receiver in dem Play laufen in Comeback. Ist vielleicht ein bisschen zu tief geworden. Das heißt, beide Receiver hier außen laufen Comeback. Der Nummer 2 Receiver hier läuft ein Five in. Und unser Tight End läuft einen Seam in die Mitte. Das heißt, er kann entweder geradeaus laufen oder wenn der Idiot hier nicht stünde, dann könnte er auch in die Mitte laufen. Macht er bei dem Play aber hoffentlich nicht. Okay, das heißt, unsere primäre Route, unser Rhythm Read, ist eben der Tight End, der ins Feld runterläuft. Das ist eine tiefe Route. Und wir sehen, er ist in dieser Collision Tube drin, ne, weil er nicht außen ist. Das heißt, wie entscheiden wir, ob er frei wird? Hauptsächlich eben wegen dem Typ. Also, wenn der Typ es schafft, unseren Tight End krass zu rerouten, dann würden wir direkt sagen: Pech gehabt, Flippy, du kriegst den Ball jetzt nicht. Wir werfen woanders hin. Das ist mal unser erster Read. Dann haben wir zwei Rhythm-Routen. Ja, das ist einmal hier der Comeback auf der Seite und einmal der Comeback auf der Seite. Sorry, Read-Routen, nicht Rhythm-Routen. Hier sehen wir, okay, die sind nahe zur Sideline. Das heißt, wir befinden uns hier in so einer Cushion-Tube. Also die Entscheidung ist einfach nur, wie viel Cushion gibt es, schafft der Receiver das abzubauen. Und hier sehen wir eben sehr viel Cushion. Das liegt daran, dass das Play relativ spät im Spiel stattfindet, sehe ich gerade. Und der Herr, wer ist es denn? Der Young G, nee, der OG, der Lukas Gavlitzer, sehr schnell ist. Ist einfach ein sehr schneller Spieler. Das heißt, der Corner hat das inzwischen schon gemerkt. Der stellt sich einfach direkt knapp 15 Yards weg. Ist gar nicht. Knapp 6, 7 Yards weg. Einfach nur, weil er weiß, sonst wird er eben tief geschlagen. Das heißt, der Quarterback würde jetzt pre-snap eben sagen: Okay, ich sehe einen Safety in der Mitte. Das heißt, mein Tight End wird ziemlich sicher einfach hier ein Seam laufen. Dann gucke ich, ob er Collision wird, um zu entscheiden, ob er frei ist oder nicht. Wenn er nicht Collision wird, gucke ich als nächstes, was der Safety macht, ob der oben drüber das Play wegnimmt. Wenn das beides klar geht, dann kann der Jonas, nachdem er hier seinen Three-Step-Drop gemacht hat, direkt zum Tight End werfen. Also direkt, wenn der Fuß hinten auf den Boden kommt, schmeißt er den mal raus. Wenn nicht, geht die Progression eben weiter. Der Running Back hier, das bin ich, läuft beim Comeback, glaube ich, war die Regel einfach einen Flat. Also das ist die auch eine Rush-Route. Das heißt, wenn der Running Back merkt, okay, er hat Zeit rauszulaufen, dann rennt er eben raus, guckt früh, um zu sehen, ob der Quarterback Druck hat und den Ball direkt zu ihm wirft. Und wenn nicht, dann pimmelt er halt hier so langsam nach draußen und guckt eben, ob er spät den Ball bekommt. Und von der anderen Seite kommt eben genau das Gleiche, kommt hier ein Five and In rüber. Das ist auch wieder eine Route, eine Rush-Route, die eben direkt nach relativ früh eben abbricht, hier nach 5 Yards. Das heißt, der Simon Sauerbier ist es, glaube ich, läuft einen wunderschönen Hitch quasi fast und danach läuft er erst nach innen. Genau. Schauen wir mal ganz kurz, was passiert. Ich weiß es nämlich gar nicht. Okay, wir sehen, es geht los. Die Corners draußen droppen so ein bisschen. Der Jonas macht seinen Dropback. Es kommt keiner extra. Der hier hat so ein bisschen Druck gezeigt, aber sich dann doch wieder anders überlegt. Wir sehen hier, die Protecten ist ganz okay. Es ist zumindest keiner schnell durch. Wir sehen hier, der Flippy driftet vielleicht ein bisschen nach innen. Sehen wir gleich, was passiert. Und er wird ziemlich hart collisioned. Wir sehen direkt, alles klar, das wird nichts mehr. Der Flippy versucht innen an den Typ vorbeizugehen und da steht noch der Safety. Also an der Stelle hätte er vielleicht besser irgendwie versuchen sollen, ihm Nord nach innen zu geben und dann außen vorbeizugehen, weil so wird er auf jeden Fall nicht frei. Ne? Weil der hier bleibt einfach hinten in seiner Hip-Pocket und der steht oben drüber. Das heißt, wir wissen direkt, okay, der wird nicht frei werden. Was aber nicht schlimm ist, weil der Jonas sowieso schon längst nicht mehr zu ihm guckt. Er guckt schon längst nach außen. Und zwar schaut er eben hier draußen auf das Matchup zwischen dem Lukas und dem Corner. Und was er eben sieht, ist, dass der Typ immer noch im Rückwärtsgang ist und es ist immer noch Platz dazwischen. Das heißt, er weiß eigentlich jetzt schon, okay, mein Receiver wird jetzt gleich seine Route quasi abbrechen und umdrehen. Hier ist kein Schwein unten drunter. Ne? Der Flippy hat auf jeden Fall den Typ mitgenommen. Das hat er auf jeden Fall erfolgreich geschafft, was auch schon was bringt. Und wir sehen eben, der Simon kommt hier rein. Allerdings steht hier eben Typ im Weg.
Das heißt, der Jonas wirft eben seine Route. Er hat, glaube ich, so eineinhalb Steps gemacht. Obwohl, ja. Er hat vielleicht so zwei Schritte gemacht. Aber letztendlich hat er eben kurz zum Flippy geguckt und sich dann entschieden, eben hier hinzuwerfen. Und wir sehen eben, er holt schon aus, der Ball ist aus der Hand. Und in dem Moment fängt eben der Lukas erst an, sich umzudrehen. Das ist eben das Timing, was in der West Coast Offense so wichtig war, dass einfach der Quarterback ihm antizipiert, wann der Receiver frei wirft. Und ich glaube, hier ist auch noch richtig schön platziert. Das heißt, wir sehen, der Ball ist eben nach außen, weg von dem Verteidiger. Wenn wir uns dann erinnern, was hatte der jetzt gerade für ein Alignment? Der war innen von ihm und hat so ein bisschen einen Man-Turn gemacht. Also er hat sich eigentlich komplett weggedreht. Aber wie gesagt, ist hier an der Stelle nicht schlimm, weil der Ball ja eben hier hinkommt. Das heißt, selbst wenn der Typ an ihm dran ist, er kann zumindest den Ball nicht spielen, auch wenn er den Receiver vielleicht spielen kann. Das heißt, hier ist eine richtige Entscheidung vom Jonas. Schöner Wurf, schön platziert, schönes Play eben vom Lukas Gablitzer. Versucht sogar noch ein paar Yards zu machen. Und wir machen bei dem Play, keine Ahnung, 15 Yards oder so. Das ist der Prozess, den der Quarterback eben hat, wenn er es richtig macht. Footwork könnte man vielleicht noch schöner machen, aber das kann man immer. Das heißt, letztendlich, Pre-Snap entscheidet einfach nur, okay, es ist Zone, ich habe viel Zeit, ich kann meine Reads durchgehen. Und Post-Snap sieht man eben, okay, Collision, das wird nichts. Zweiter Read, alles klar, geht von dem Alignment, wie der Corner hier steht. Und dann haben wir eben eine Completion. Das ist der Prozess, den der Quarterback eben macht, bei Comeback zum Beispiel. Hat jemand eine Frage dazu? Keine. Okay, sehr schön. Dann gucken wir uns vielleicht einfach noch ein Play an. Ein Play, das wir jetzt auch wieder spielen werden, ist Spacing. Wenn wir kurz gucken. Jetzt klappt das wieder nicht. Na, egal, wir sehen es auch so. Also wir spielen hier Spacing. Und zwar nach rechts. Also da haben wir es noch so gemacht, dass wir für das Spacing eine Seite gecallt haben. Aber der Call wäre jetzt eben Spread Left, Spacing Right, Fire, Edge Flat. Relativ lang. Vom Aufbau her so ein bisschen so eine Mischung aus West Coast und Eric Perkins. Spacing nach rechts bedeutet, haben wir gerade eben schon drüber geredet, die Nummer 1 Receiver läuft so eine Sit-Route. Also der läuft eigentlich ziemlich genau nach innen und setzt sich eigentlich hinter hier diesen Curl-to-Flat-Defender einfach direkt dahinter. Oder um den versucht er eben rumzulaufen. Die zweite Route ist hier von der Nummer 2. Der läuft so eine Corner-Route, eine relativ frühe, wenn ich den kurz noch hinzeichne. Und hier bei dem Play ist es jetzt so, dass der Flat eben aus dem Backfield kommt. Das heißt, ich bin es an der Stelle. Ich laufe auf die Landungsgemisch zu und dann nach außen. Und der Read ist eben, der Quarterback fängt an. Er möchte erst den Corner werfen. Wenn der nicht frei ist, geht die Progression weiter zur Sit-Route. Wenn der nicht frei ist, geht die Progression weiter zur dritten Route. Das ist die Progression, die der Quarterback hat. Ich glaube, auf der Backside laufen wir auch einfach Spacing, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das hieße dann, dass er hier diese Sit-Route läuft und der Tightend eine Corner-Route. Allerdings bei der Protection, wie sie hier gecallt ist, der Tightend steht links und der Running Back checkt rechts und läuft. So wie wir das damals gemacht haben, hätte der Tightend dann einen Check-Release. Das heißt, er muss erst gucken, ob er eine Extra kommt und dann seinen Corner laufen. Das wird dann schon, also das schafft er nicht. Das schafft er nicht, dass er da quasi als Nummer 1 fertig ist. Das heißt, hier bei dem Play ist die Seite eigentlich ein bisschen für den Arsch. Also es ist eigentlich schon pre-snap klar, dass er versuchen wird, auf die Seite zu werfen. Was aber hier nicht schlimm ist, weil da eben eh viel mehr Platz ist. Wir sehen, okay, das Cushion ist wirklich riesig. Ich glaube, ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Weil ich weiß nicht, ob es super weit ist, aber ist auch egal. Das Cushion ist nicht so weit. Und so wie sie jetzt hier stehen, ja, ist hier niemand in der Mitte vom Feld. Was schade ist, weil wir nicht in die Mitte laufen. Aber so ist das eben manchmal. So, wenn jetzt das Play losgeht, wir sehen, okay, es kommt jemand, der Jonas ist an der Center, das heißt, er macht hier seinen Dropback. Das wäre bei dem Play aus der Gun, wären es 3 Schritte, aus an der Center sind es 5. Das heißt, er macht seinen Dropback 5 Schritte. Wenn er mit dem Dropback fast fertig ist, sieht er hier, okay, es gibt so ein bisschen Collision. Deswegen geht er ziemlich schnell von dem Read weg, auch wenn er ihn hätte werfen können. Weil wir sehen eben, es gibt zwar Collision, aber der Typ ist innen und er hat so einen Man-Turn gemacht, aber da wir eben nach außen weglaufen, ist es gar kein Problem. Zusätzlich, der Typ ist viel zu weit innen, um eben die Cornerroute spielen zu können. Das heißt, er hätte hier an der Stelle auch einfach hier hinwerfen können und der Receiver hätte dann quasi so ein bisschen abgebogen, um sich da den Ball zu holen. Wäre gegangen, wäre zumindest kein Risiko gewesen. Was wir jetzt aber gleich sehen, ist was anderes sehr Schönes, und zwar sehen wir hier den Thomas. Manche von euch kennen den als Coach oder Spieler.
Und der Thomas ist natürlich körperlich extrem überlegen, jedem Outside Linebacker, das wissen wir alle. Und er macht eben hier was noch viel Besseres, weil er nämlich auch geistig überlegen ist. Er versteht, was in dem Play gerade passiert. Und zwar, was der Thomas jetzt gleich macht. Der läuft hier hin, um seine Route zu laufen. Und er guckt eben nach innen, sieht, okay, der Ball kommt nicht zu mir, der Quarterback holt aus, aber er wirft nicht zu mir. Das heißt, er weiß, okay, entweder er wirft den hier nach außen, wo er ihn auf jeden Fall hätte hinwerfen können, um es nochmal zu sagen, oder er wirft den in die Flat, was jetzt eben gleich passiert, weil er eben niemand nachspielt. Und was der Thomas jetzt macht, ist, er stellt sich dem Typ in den Weg. Und das ist genau das, was ich eben mit Spielverständnis meine. Wenn ihr versteht, welcher Read ihr in dem Play seid, was bei einem Play passiert, dann könnt ihr eben genau sowas machen, dass ihr, okay, der Typ ist auch gestolpert, aber dass ihr an der Stelle eben mal jemanden blocken könnt, einfach nur, weil er da steht und er schmeißt den einen noch so halb in den anderen rein, der hier so einen kleinen Hüpfer macht. Und genau, dann haben wir eben sehr viel Platz und wir sehen hier noch was Schönes. Und zwar der Lukas Gavlitzer, der versteht nämlich auch, was passiert. Der hat nämlich hier erkannt, alles klar, der Typ guckt nur mich an. Das heißt, er spielt Man, er rennt eben, er sieht, dass der Ball kurz geworfen wird, aber er läuft einfach weiter, weil er eben weiß, okay, ich möchte jemanden blocken. Also er dreht sich ab viel, guckt, ob jemand blocken kann, sucht sich den richtigen Mann aus, sucht sich den tiefsten hier und er zieht diesen Typ halt mit, weil der hat noch gar nicht mitbekommen, dass der Ball eben weg ist. Der läuft jetzt weiter dem Lukas hinterher, läuft weiter dem Lukas hinterher und jetzt merkt er, dass der Ball eben irgendwo anders ist. Das heißt, der Lukas hat einfach nur, weil er eben weiß, was passiert und eben weitergelaufen ist, den Typ jetzt hier, ich weiß nicht, 15 Yards weg von der Line of Scrimmage bewegt. Und das ist auch wieder Spielverständnis. Also das ist das Ziel, dass die Receiver eben verstehen, was passiert gerade um mich herum, was kann ich tun, um eben meinen Mitspielern zu helfen. Und was jetzt eben hier passiert, dadurch, dass keiner von denen nachgespielt hat und der Thomas eben zwei Leute mördermäßig wegblockt hier an der Stelle, einfach nur dadurch, dass er im Weg steht, machen wir halt viele Yards. Also ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt geht. Genau. Wir sehen, der Safety kommt zwar aus der Mitte runter, aber er nimmt halt einen schlechten Winkel, zu weit außen. Und der Corner, den der Lukas hier beschäftigt hat, sieht man auch nochmal, wieder Spielverständnis. Er blockt ihn nicht in den Rücken, obwohl er es könnte an der Stelle. Und dann machen wir eben 15 Yards, kriegen keine Strafe. Und der Quarterback hat eben ein schönes Leben, weil er einfach nur schnell den Ball rauswerfen muss. Ich würde jetzt noch eins oder zwei Plays kurz durchgehen, dann wäre ich aber eigentlich auch schon fertig. Und zwar hier an der Stelle Speed. Haben wir schon länger nicht mehr gespielt. Ist allerdings auch relativ einfach. Und zwar Speed einfach nur ein Call genau für so eine Situation. Ne? Wir haben hier zweiter und relativ lang. Das heißt, wir möchten einfach nur einen Pass werfen. Am besten zu dem Receiver, von dem wir wissen, dass er es fangen kann. Und einfach nur Yards mitnehmen und eben dafür sorgen, dass der Quarterback ein schönes Fenster hat. Das heißt, wir laufen hier in Speed Out. Das heißt, die Nummer 1 läuft einfach nur geradeaus und dann macht sie eben Speed-Turn nach außen. Wir laufen hier mit der Nummer 2 einen Curl oder einen Comeback, kommt immer ein bisschen drauf an. Das heißt, wir stressen diesen Typ hier. Wenn er eben zu weit nach außen reagiert, können wir direkt den Curl werfen. Und die dritte Route hier vom F im Backfield ist ein Flat, glaube ich. Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube schon. Die Protection hier ist Lemon, das ist ein Sprint-Out, das heißt, der Running Back läuft hier vor und blockt, die O-Line läuft auch alles vor und blockt und der Quarterback kann halt hier schön raussprinten und dann eben den Ball werfen. Das macht man eben, damit der Quarterback ein schönes, sauberes Fenster hat, weil er eben hier rausrennt, vor allem wenn er einigermaßen athletisch ist, sollte dann eben hier, hat er nur ein halbes Feld und kann eben selber entweder laufen, was die Defense unter Druck setzt, oder kann eben entspannt seinen Pass werfen. Mal gucken, was passiert. Moment, so, jetzt sind wir bereit. Wird gesnappt. Das heißt, an der Stelle können wir kurz vorher gucken. Wir haben hier Cushion, super viel, aber er wird nicht nach links werfen. Ein bisschen schade. Und wir sehen hier auch, wir haben relativ viel Cushion und der Typ steht eben direkt über ihm. Also er steht nicht aus, er steht nicht in, er steht direkt über ihm. Das heißt, zusätzlich, wir haben hier einen Safety in der Mitte vom Feld, der steht relativ weit weg. Das heißt, wir wissen eigentlich, okay, dieser Corner hier ist ziemlich alleine gegen den Wide Receiver. Ja, der Spielzug ist relativ am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht mitbekriegt, ob der Corner voll scheiße ist, aber das ist ein gutes Matchup, das sollte funktionieren. Ja, wir uns jetzt angucken, was passiert. Hier kommt eben der Fake. Der Quarterback faked eben den Toss. Der Runback nimmt die Hände hoch, um eben zu signalisieren, alles klar, ich kriege den Ball. Wir sehen hier auf jeden Fall, die Linebacker kommen alle nach vorne. Wir sehen sogar hier der eine Outside Linebacker kommt auch nach vorne. Ich vermute mal, dass er den Fake einfach nur nicht richtig erkannt hat. Er bricht nämlich hier wieder ab.
Und wir sehen eben, unser Receiver hier macht seinen Breakdown. Und in dem Moment hat der Corner fast einen Full Turn gemacht. Also er ist zwar außerhalb von ihm, wo die Route hingeht, aber dadurch, dass er eben komplettes Feld hochguckt, hat er keine Möglichkeit, schnell auf diesen Speedout eben zu reagieren. Und was wir eben sehen, der Jonas hat sich wahrscheinlich pre-snap schon entschieden, dass er da hinwirft. Das heißt, er setzt seine Füße, wirft eben den Ball. In dem Moment, in dem der Cut kommt, ist der Ball schon wieder draußen. Und der Corner recovert eigentlich sogar ganz gut, aber der Ball ist eben gut platziert, weit nach außen, weg vom Verteidiger. Ne? Das heißt, der Lukas kann eben den Ball fangen und sogar noch ab Field turnen, hat genug Platz. Und der Corner, ja, macht den Tackle, gut gemacht, aber klar, wenn man das eben 4-5 Mal wirft, beim 4. Mal bricht der Receiver eben einfach raus und wir haben einen Touchdown, ohne dass wir 4 Mal haben müssen. Hier eben für die Leute, die anderen Routen laufen, relativ egal. Der Simon sieht, okay, der Ball geht nach außen, hört hier ein bisschen auf, weil es eh schon klar ist, dass da nicht mehr so viel passiert. Und das gleiche eben hier im Backfield, die dritte Route vom F ist hier gar nicht frei geworden, weil er ein bisschen zu weit außen released. Also der Flippy hätte auch hier durchreleasen können, direkt in die Flat, wäre auch gegangen. Aber ist an der Stelle nicht so schlimm, weil der Ball eben einfach direkt rausfliegt. Und jetzt als letztes Play würde ich noch einmal Wheel mir angucken. Das ist auch ein Play, das wir jetzt schon länger nicht mehr callen, aber vom Prinzip her funktioniert es auch wieder genauso wie alle anderen. Und zwar bei der Wheel-Combo, bisschen wieder wie in der West Coast Offense quasi. Wir möchten, das Play ist benannt nach der primären Route, zu der wir eigentlich werfen möchten. Das heißt, wir haben hier außen einen tiefen Post und wir haben von der Nummer 2 so ein Wheel. Also er läuft erst nach außen und dann ins Feld hoch. Was sie dabei ausnutzen möchten, ist, dass der Verteidiger zu hart reagiert nach außen, also oder zu hart nach vorne, nicht nach außen. Und dass eben der Post nach Möglichkeit den Corner und den Safety vielleicht bindet. Und dann haben wir eben Matchup von einem Slot-Receiver gegen einen Outside-Linebacker oder einen Safety, was wir eben in der Regel hoffentlich gewinnen sollten. Und wir sehen eben sehr gemein, wir haben wieder den schnellsten, den wir haben, in dem Fall wieder den Lukas Gavritza in den Slot gestellt. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein schlechtes Matchup für den Typ. Wheel ist auch ein 5-Step-Drop, das heißt, der Jonas macht wieder seinen 5-Step-Drop. Die Protection jetzt hier ist Rover, das heißt, wir haben Inside-Zone-Fake, also wir faken hier erst den Run, das soll eben den Safety vielleicht auch nochmal kurz binden, dass der eben nicht rausspielen kann, dass wir eben den Wheel eben frei bekommen. Hier sehen wir jetzt wieder, wir haben 2 Safeties tief und wir haben 10 Yard Cushion, obwohl es, ich glaube, der erste Versuch ist, also sie spielen sehr, sehr, sehr vorsichtig. Sie stehen sehr weit weg alle. Das heißt, wir müssen quasi sehen letztendlich, was macht der Receiver mit dem Cushion? Gewinnt er vielleicht? Schafft das jemanden mitzuziehen? Und dann als zweites, okay, wen haben wir da in der Flat? Und ich glaube, hier bei dem Play ist die dritte Route, also die Rush-Route, kommt von der Backside. Also der Tight End, der Flippy, läuft hier so einen Drag. Und das ist eben unsere Rush-Route. Wenn er merkt, okay, wenn der Jonas merkt, okay, die Linebacker hier, da blitzt irgendjemand von denen. Was dann passieren sollte, ist, dass der Flippy sich da durchklabüsern kann und dann irgendwo in dem Fenster eben frei ist. Schauen wir uns ganz kurz an, was passiert. Ich weiß es nämlich wieder nicht. So, auf geht's. Alles klar, hier wird gesnappt. Unser Fake. Wir sehen, alle gucken nach innen. Das ist auf jeden Fall Zone Coverage, weil alle nach innen gucken. Die zögern zumindest, also sie schauen eben nach innen, zögern so ein bisschen. Der Thomas läuft an der Stelle jetzt seinen Post. Da ist der Jonas gerade mit seinem Drop fertig. Wenn er ihn werfen wollte, dann würde er ihn jetzt werfen. Hätte er an der Stelle vielleicht sogar, wenn der Thomas den ein bisschen skinnier gelaufen wäre, hätte ihn einfach hier einmal quer über die Mitte legen können. Aber er sieht eben was viel Besseres, was viel einfacher zu werfen ist. Er sieht eben, okay, der Corner hat eben so einen Zone-Turn gemacht. Also er guckt nach innen. Er ist zwar außerhalb von dem Thomas, aber er guckt eben nur ins Backfield, er sieht eben nicht, was hier passiert und es ist nicht so, dass der Typ zu viel nach vorne gespielt hat, sondern dass er den einfach gar nicht spielt, was uns natürlich gerade recht ist. Die bleiben hier so ein bisschen stehen, nachdem sie ihren Job gemacht haben. Der Lukas verkauft kurz die Flat und läuft dann erst den Wheel, hätte er an der Stelle gar nicht gebraucht, der hätte einfach direkt den Wheel laufen können. Und jetzt sehen wir eben, der Quarterback holt aus und jetzt gucken die alle erst hier rüber, also jetzt sehen die erst alle, okay, shit, da läuft jemand und ist auf jeden Fall ein gutes Play. Und wieder genau das Gleiche. Ne? Gut positioniert, der Receiver fängt den Ball und kann eben sogar noch ein paar Yards machen, weil die Corners eben schlecht sind, weil die Verteidiger von Biebach eben schlechte Winkel nehmen. Wenn der Lukas noch ein bisschen schneller wäre, würde er da sogar einen Touchdown machen vielleicht. Aber klar, ich meine, da sind wir rausgekommen, da haben wir angefangen. Boah, das sind 10, 20, 30 Yards. Das ist auf jeden Fall in Ordnung.
Okay. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Außer jemand von euch möchte, dass ich noch ein Play eben durchgehe. Ja, ist eben die Frage, ob sich jemand meldet. Keiner hat eine Frage. Oder mein Mikro war die ganze Zeit aus. Gut, keiner meldet sich. Schade, schade, schade. Gut, dann erkläre ich doch noch was. Und zwar jetzt organisatorisch ein bisschen mehr. Diejenigen von euch, die eben schon im Verein sind, die haben ungefähr Vorstellungen davor, wie das bei uns abläuft, wenn wir ein neues, also Play, wenn wir eben installieren in der Vorbereitung. Deswegen werde ich euch das ganz kurz mal zeigen, einfach nur für die, die es gar nicht kennen. Und zwar das, wo ich mich jetzt hier gerade die ganze Zeit bewege, das ist Huddle. Das ist eben unsere Videoplattform. Das heißt, da kann man eben Videos hochladen, Statistiken und so weiter machen und man kann eben auch Playbooks erstellen. Das heißt, die ganzen Sachen sind noch nicht freigegeben, die werden jetzt so nach und nach freigegeben. Hier haben wir eben unser Playbook in der Offensive, in der Defensive und hier, das ist eben nach Plays oder nach Installs sortiert. Das heißt, wenn ihr es hier seht, also ihr könnt es noch nicht sehen, was noch nicht freigestellt ist, hier werden wir eben nach und nach immer die neuen Plays, die wir jetzt installieren wollen, releasen. Immer schön organisiert in einem Ding eben. Und dann kann man sich das eben hier anschauen. Da sind ja ganz viele Plays, ganz viele verschiedene Sachen, die ich hier alle reingemalt habe. Also zum Beispiel Quick Games sind irgendwelche Routen drin. Und genau in Motions, Formations und so weiter ist alles schön aufgeräumt. Und was wir eben in nächster Zeit machen werden, ist, dass wir einfach pro Woche sagen, wir machen eine Erklärung, also ein neues Dropback-Konzept, ein neues Quick Game-Konzept, eine neue Formation oder so. Und dann werden wir eben von Woche zu Woche das eben online durchgehen, so wie wir jetzt das auch gemacht haben. Gucken uns, wenn es welches gibt, Tape dazu an und ihr könnt eben Fragen stellen dazu, zu den Plays, die es gibt. Und zusätzlich haben wir, oder ich, bei Buffle, das ist so eine Karteikarten-App, haben wir, nee, falsch, habe ich so Karteikarten-Sets erstellt, die bekommt ihr dann auch geteilt. Da sind einfach die neuen Plays, die wir haben, sind eben aufgeräumt in verschiedene Gruppen. Also zum Beispiel gibt es hier für die Receiver einen eigenen Kurs. Da wird der Link dann eben verteilt. Dann könnt ihr euch die App runterladen und dann könnt ihr eben die Formation hier online lernen. Das heißt, ihr könnt dann aussuchen, okay, was möchtet ihr gerade lernen? Klickt eben an, ich möchte alles lernen. Und dann fragt ihr mich zum Beispiel, wo steht X bei Dallas, was eben eine Formation ist. Dallas wäre jetzt da bis links, da würde der X eben links stehen. Das heißt, wir würden sagen, alles klar, er steht links. Klicken einmal drauf, es geht. Ja, links Nummer 1, stimmt. Und dann können wir eben sagen, haben wir gelernt oder haben wir nicht gelernt. Und dann kommt das Ding eben ins nächste Fach. Das soll euch eben helfen, die Plays zu lernen. Ist nur ein Angebot von uns natürlich. Wenn ihr sagt, ihr lernt das von alleine am besten, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet nur den Text lesen, könnt ihr auch im Confluence gucken. Wenn ihr sagt, ihr möchtet am liebsten Bildchen angucken, dann könnt ihr eben hier im Huddle Bilder anschauen. Hat dazu vielleicht jemand eine Frage? Auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, Ab gut. wann fangen wir damit an? Ab wann fangen wir damit an? Eine sehr gute Frage. Ab nächster Woche. Wer hat gefragt? Der Chris, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau. Also, das Playbook hat sich. Gibt es das auch für die Defense? Schreibt jemand in den Chat. Der Simon Vasin hat mir gesagt, ich muss alle Fragen, die im Chat sind, vorlesen. Sowas gibt es auch für die Defense, ja. Also, es gibt hier bei den Play-Tools, hier oben sieht man es, es gibt offensive, defensive und Special Teams. Also, hier kann man auf jeden Fall sehr viel reinmalen. Ich weiß nicht, ob der Falco das benutzt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Falco da ist. Vielleicht kann er das selber beantworten, ob er das benutzen wird. Aber das gibt es auf jeden Fall grundsätzlich auch für die Defense. Also, es gibt auf jeden Fall hier das Playbook für die Defense. Ich glaube nicht, dass es diese Karteikarten gibt für die Defense, weil die habe ich selber gemacht. Ich glaube nicht, dass es jemand gemacht hat. Wann genau fangen wir nächste Woche an? Fragt der Simon. Wir hatten es eigentlich angesetzt, dass wir am Dienstag anfangen, zur selben Zeit, weil wir da ja auch normalerweise Training hätten. Also, dass wir uns Dienstag 20 Uhr in den Gruppen eben treffen. Das heißt, Receiver mit den Receivern. Der Simon hat mit dem Quarterback schon angefangen, der Simon Sauerbier. Und ich würde mich um die Runningbacks kümmern. Und die O-Line macht so ein bisschen ihr eigenes Ding, weil die nicht so viel Neues haben. Deswegen darf der Nils da so ein bisschen freelancen. Und mein Plan wäre jetzt gewesen, dass wir eben am Dienstag anfangen, am Dienstag eben ein bisschen was durchgehen. Ich sage vielleicht auch zu den Receivern ein bisschen was, für die, die jetzt vielleicht heute nicht dabei waren oder einfach nur, dass sie es von mir auch mal gehört haben, wie ich mir das Ganze vorstelle. Das heißt, wir würden nächste Woche Dienstag eben anfangen. Das wäre dann, ich vermute, nicht mehr öffentlich. Da muss ich aber nochmal mit dem Falco vielleicht drüber reden, wie wir das machen sollen.
weil da würden wir dann tatsächlich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also ich habe jetzt gerade ja eigentlich nur erklärt, was wir so allgemein machen, was das eigentlich alles soll, wo das alles herkommt, wo das hier aufbewahrt wird und so weiter. Aber ich habe jetzt eigentlich explizit nicht so wirklich erklärt, was wir machen. Also ich habe eigentlich nur die Grammatik erklärt, nicht das, was wir tun. Also Dienstag ist der Plan. Schließen wir uns noch mal kurz, erklären es noch mal. Aber wie gesagt, dadurch, dass es eben relativ viel Material gibt, also es gibt eben das Huddle, wo man sich alles angucken kann, es gibt diese Karteikarten-App, die man benutzen kann, es gibt das Confluence, wo wir noch ein bisschen mehr reinschreiben, was wir machen. Das heißt, selbst wenn jemand jetzt an dem Termin keine Zeit hat, heißt das eben nicht, dass er abgehängt wird. Einfach, weil wir eben alle da sind die ganze Zeit, alle nichts zu tun haben und ihr mir sehr gerne ganz viele Fragen schicken könnt, da ihr euch jetzt nicht traut, was zu fragen.